Europa. Kontinent voller Gegensätze, dicht besiedelte Gebiete, weite Landschaften und einzigartige Gebirge. Aber wo liegen geologische Grenzen und Mittelpunkt des Kontinents? Der Geologe Colin Devey macht sich auf die Suche. Europa ist ein vergleichsweise kleiner Erdteil. Streng genommen ist es nur ein Teil des größten Kontinents, Eurasien. Nachts strahlen die Lichter bis weit ins All und zeigen, wie dicht besiedelt Europa ist. Besonders hell leuchten die großen Metropolen in der Mitte des Kontinents. Aber wo genau in diesem Lichtermeer liegt der Mittelpunkt? Colin Devey ist auf dem Weg. Den Mittelpunkt eines Kontinents zu berechnen, ist gar nicht so einfach. Auf unterschiedlichste Ergebnisse kamen die Experten in den vergangenen Jahrhunderten. Einer der möglichen Mittelpunkte liegt auf einem kleinen Höhenzug zwischen Tschechien und Deutschland. So, da bin ich, am Mittelpunkt Europas und wirklich nur 10 Meter von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt. Natürlich, der Mittelpunkt eines Kontinents lässt sich nicht wirklich genau festlegen. Aber vor 150 Jahren haben österreichische Wissenschaftler gesagt, da ist er. Und deswegen haben wir diesen schönen Stein. Aber aus einem anderen Grund ist dieser Ort ganz wichtig für Europa. Vor 350 Millionen Jahren kollidierten hier nämlich zwei Kontinente. Und zum allerersten Mal wurde Europa als Fläche zusammengesetzt. Es entstand dabei ein riesiges Gebirge, vielleicht das größte Gebirge, die wir je auf dieser Welt gesehen haben. Die Überreste dieser ehemaligen Riesenberge findet man über ganz Europa verteilt. Sie sind heute jedoch meist nicht mehr höher als 1800 Meter. So sind unsere Mittelgebirge nicht nur wunderschöne, bewaldete Naturräume. Hier wurde Europa vor mehr als 300 Millionen Jahren erstmals zu einem Erdteil vereinigt. Und hier liegt das Herz des Kontinents. Die Westgrenze Europas ist vermeintlich einfacher zu finden. Der westlichste Punkt des Festlands liegt in Portugal. Eine Steilküste am Ufer des Atlantiks. Hier graben Paläontologen nach uralten Bewohnern der Region, nach Dinosauriern. Die größten Landtiere aller Zeiten lebten vor 180 Millionen Jahren. Allerdings sah ihre Welt damals ganz anders aus. Der Kontinent Pangäa umspannte den halben Erdball. Aber seine Zeit ging zu Ende. Über Millionen von Jahren teilte sich das Land und ein neues Meer entstand, der Atlantik. Der Geburtsort des Atlantiks, die eigentliche uralte Westgrenze Europas, liegt heute mitten im Ozean. Etwa auf halbem Weg zwischen Amerika und Europa versammeln sich Wale und viele andere Meeresbewohner rund um vulkanische Felsen, die viele Meter vom Meeresboden emporragen. Diese Felsen sind die Spitze eines gigantischen untermeerischen Gebirges, tausende Meter hoch und zehntausende von Kilometern lang. Der Mittelatlantische Rücken ist die eigentliche Westgrenze Europas. Er reicht vom Südpolarbecken bis hinauf zum Arktischen Ozean und verläuft meist unter der Wasseroberfläche. An manchen Stellen wachsen die Bergspitzen aus dem Meer heraus. Die höchste Erhebung des gesamten Gebirges ist die Azoreninsel Pico. Die Vulkanspitze ragt 2350 Meter aus dem Meer. Und weit oben im Norden liegt Island. Die größte Vulkaninsel der Erde ist auch ein Teil des Mittelatlantischen Rückens. Hier kann man tatsächlich sehen, dass Europa und Nordamerika auch heute noch auseinanderdriften. Mitten auf der Insel gibt es ein geologisches Phänomen, die Silfra-Spalte. Hier kann man zwischen den Kontinenten Europa und Nordamerika tauchen. Die Spalte wächst jedes Jahr um fast 7 mm. Der Mittelatlantische Rücken reicht noch weiter nach Norden. Der nördlichste Punkt des Festlandes befindet sich allerdings auf den Klippen Norwegens. Und auch die Ostgrenze Europas ist in kalten Gefilden. Aber wo genau?
Eine Stadt in Russland gilt als Grenzort zwischen Europa und Asien. Jekaterinburg. Nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt steht eine gigantische Säule. Die ist echt eine Seltenheit. Das ist nämlich ein geologisches Monument. Und davon gibt es nicht sehr viel auf unserem Planeten. Im 19. Jahrhundert hat nämlich der Zar mehrere westeuropäische Geologen hier in dem Gebiet nach Bodenschätze suchen lassen. Und sie haben überall in diesem Gebiet die gleiche Bodenbeschaffenheit vorgefunden, wie sie aus ihrer Heimat kannten. Bis zu diesem Punkt. Und deswegen haben sie 1837 diese Säule errichten lassen. Weil hier ist nämlich eine Grenze von kontinentaler Ausmaß. Die Kontinentalgrenze ist natürlich weitaus größer als die Säule. Es ist ein uraltes Gebirge, der Ural. Vor 300 Millionen Jahren wuchsen Europa und Asien zusammen, um einen neuen Kontinent zu bilden. Die Nahtstelle blieb als geologische Ostgrenze Europas bis heute erhalten. Weit oben im Nordosten findet man hier endlose Urwälder mit vielen wilden Tieren. Der südlichste Punkt des europäischen Festlands liegt in Spanien am Mittelmeer. Aber auch hier ist es nicht so einfach mit der Grenze zwischen den Kontinenten, geologisch betrachtet. Vor 100 Millionen Jahren begann sich Afrika Richtung Norden zu bewegen. Einzelne Teile der afrikanischen Platte wurden nach Europa geschoben und gehören heute zum europäischen Kontinent. Diese Teile kann man immer noch finden. Und zwar mitten in den Alpen. Dort, wo die schroffen und berühmten 4000er im Kanton Wallis liegen. Fantastisch, so muss man Geologie eigentlich machen. Wir fliegen auf den Matterhorn zu. Das Wahrzeichen des Schweizes. Und diese Berg von aus dieser Perspektive zu sehen, das hätte ich mir nie geträumt. Wirklich ein fantastisches Berg. Die steil aufragende Bergspitze des Matterhorns mit ihrer charakteristischen Form besteht aus afrikanischem Gneis. Nur 20 Kilometer weiter nördlich kann man die Teile der Kollision zuordnen. Hier liegt vulkanischer Meeresboden, dahinter Ablagerungen eines uralten Ozeans und schließlich der europäische Kontinent aus der Vergangenheit. Der Geologe ist begeistert. Und hier fliegen wir in etwa 3 oder 4 Minuten zwischen der afrikanische Kontinent und der europäische Kontinent. Da ist was anders. Das ist rund, das ist bubbelig, nicht wie der Matterhorn sehr spitz. Wir haben hier 2 Kontinente genommen, Afrika und Europa, und wir haben sie im Prinzip ineinander geschoben. Und dieses ineinander geschoben ist nicht so, dass die denn nur übereinander oder nebeneinander liegen. Das ist wie der schlimmste Karambolage auf der Autobahn, die man sich vorstellen kann. Eine Kollision, die zu einer ganz besonderen Landschaft führte. Einzigartige Berge in einem einzigartigen Kontinent, dessen Grenzen ihre ganz eigene Geschichte erzählen können.